Hallo Una, wir kommen langsam in Dezember an, 2021. Verrückt. Wie geht es dir? Hallo, liebe Fabiana. Ja, es geht mir verrückterweise sehr gut. Super. Stell dir vor, ja. Super. Ja, dann ich würde sagen, wir machen eine kurze Erklärung für die Leute, für die Vereine, was wir noch bevor das Ende des Jahres kommt, zu bieten haben, was wir noch machen könnten gemeinsam im Tanzen. Und ich würde sagen, du fängst an, Ja. indem du uns erzählst deine Vollmondgeschichte, die immer so schön ist, und du hast etwas Neues auch, oder? Gerne. Ich habe jetzt, wo die Zeit des Rückzugs da kommt, noch in mir so eine Lust, doch gemeinsam in diese Zeit einzutauchen. Jetzt morgen haben wir ja Vollmond und unser Una Luna Vollmond tanzen am Abend. Und da geht es schon, das ist schon der Einstieg so in diese Zeit. Und zwar, es geht darum, wir haben Vollmond und gleichzeitig Mondfinsternis. Also wir tauchen komplett in diese dunkle Jahreszeit ein, morgen diesen Vollmond. Werden dazu das Thema dieses Mondes, der im Stier steht, einfach ja, beleben, tanzen und uns gemeinsam in dieses wohlige Gefühl, das eigentlich diese Dunkelheit auch mit sich bringt, eintauchen. Und dann war meine Idee, und ja, die ich jetzt manifestiere und hoffe, wenn noch ein paar Lust haben, ein paar Menschen dazu zu kommen, dass wir das wirklich zusammen gemeinsam machen können, ist meine Idee ein Adventstanzen. Ein Advents, eine Schön. Vorbereitung auf die Adventszeit, viermal, also alle 4 Wochen zur Vorbereitung Und zum Lichtspiel. das wäre am Sonntag, Advent. Das wäre dann, nein, nicht am Sonntag. Ich habe hier 2 Termine angegeben, und zwar einmal am Dienstagvormittag oder am Donnerstagabend. Und das sind dann 2 Gruppen, und wer dort Zeit hat und Lust hat, sich in diese Zeit einfach mit einzustimmen, ist herzlich willkommen. Es geht darum, diese Zeit bis zum 21. Dezember, also um den 21. Dezember, 24. Dezember, so diese Zeit, wo das Licht wieder geboren wird, einfach diese Dunkelheit bewusst wahrzunehmen, zu spüren und zu merken, ja, die Dunkelheit sind wir gewohnt, ist mit sehr viel Unsicherheit verbunden und auch mit Ängsten. Doch wenn wir wirklich in die Dunkelheit gemeinsam in Ruhe hingehen, hineingehen und durchatmen, dann merken wir, wow, welches Potenzial liegt darin. Und diese Qualität würde ich einfach gerne weitergeben. Ja. Und ich finde das genial, weil wir sind derzeit in eine sehr dunklere Zeit allgemein, nicht nur weil jetzt in diese Zeit des Jahres, sondern allgemein. Und es ist passt auch mit dem Wasserelement, weil wir gehen auch in das Unbekannte, in die tiefste dunkleren Zeit. Und ich finde auch toll, dass man reflektiert und bewusst in diese Zeit gehen kann. Ja, das heißt, wir haben uns noch zu freuen. Wir haben Wir sehen uns im noch ein paar Februar, Mal. ja, und ich freue mich sehr. Und ich nutze auch die Gelegenheit zu sagen, dass, weil die Situation so ist, wie es ist, hier in Österreich, habe ich mich entschlossen, dass ich jetzt keine Live-Seminar mehr mache für eine Weile, aber werde ich trotzdem präsent online. Und es sind zwei Seminare, die nie zustande gekommen sind. Eine war das Wasser und die andere war das Metallelement in Südtirol. Die ich als Vorschlage habe, bevor man überhaupt nichts macht, dass wir 4 Stunden oder 5 Stunden online uns treffen und dass wir ein bisschen die Essenz von diesen Elementen spüren können und wahrnehmen können und auch ein paar Übungen gemeinsam machen können und selbstverständlich viel tanzen. Schön. So, Una, ich würde sagen, wir verabschieden uns von unseren Mitgliedern. Ja, ich freue mich mit euch gemeinsam und mit dir gemeinsam, Fabiana. Es ist immer wieder so eine schöne Zeit, und ja, man spürt das Miteinander, und dieses Miteinander, das haben wir schon aufgebaut, und das dürfen wir einfach jetzt weitertragen und uns gemeinsam daran nähren und stärken. Es ist Zeit, nach innen zu gehen, die innere Universum zu beobachten, damit wir die Augen klar haben können, wenn wir die aufmachen und die äußere Universum sehen. Dann gehen wir tanzen. Ja, alles Liebe. Alles Liebe für dich auch. Ciao.